Tales of Beans. Willkommen zurück zum letzten Teil. Am ersten Tag, natürlich, Am ersten Tag, ne? wo wir wieder zurück sind. Ich bin wieder in diesen großen Lagerraum gegangen, in der Pause, und mir ist da ein Geistesblitz gekommen. Ihr seht da unten links, wo unsere Köpfe jetzt da sind. Diese Blöcke habe ich dann gepackt und ich habe tatsächlich den Generator angemacht, der jetzt aufwärts uns bringt. Abwärts. Und uns abwärts bringen kann. Abwärts. Sehr gut. Haben wir das nochmal festgestellt? Dass wir abwärts können. Und? So, umbleiben. Irgendwas muss das ja. Ah, oh, oder war. Oh, warte mal. Ich bin mir sicher. Warte mal, weißt du, was das bestimmt bringt? Weil wenn ich wieder rausgehe, da sind die Steine bestimmt resettet. Aber das Ding ist nicht resettet. Das heißt, wenn ich die Steine drauf montiere und drauflaufe, weißt du, was man da machen kann? Kann ich mich bestimmt irgendwie hier. Ah, ich weiß es. Ich bin so klug. Weißt du es auch? Ja. Okay, das. Jetzt will ich. Ja. Nee, die da raufschieben und dann kann man da drauf, ne? Das war aber jetzt nicht so klug, weil ich hier nicht lang kann. Ich glaube, ein Stein reicht, abwärts. Oder? Ne, zwei sind dafür wichtig. Aber ich meine jetzt, oder? Achso, du willst von außen rum. Genau, okay. Ich gehe von außen rum, weil zwei Steine sind wichtig, weil ansonsten... Klug, genau. Ja, Luca. Ich bin so klug. Der kommt nicht runter. Vielleicht war das doch nicht so klug. Ich glaube nicht, dass es geht. Es ist so wie das Spiel bei Nerdquiz. Ja, ich muss die nacheinander... Scheiße. Mhm. Ja, weil hier muss man erstmal einen reinstürzen lassen und dann einen drüber. Siehst du, damit ich dann zu dem Ding da hinten... Ja, entweder einen drüber oder du kommst von dem Stein schon direkt da an. Ach, jetzt muss ich den einmal... Scheiße. Oh, schade. Ich bin gerade noch an dem vorbeigelaufen. Nein, einer... Nacheinander müssen wir das machen. Ich glaube, der Abstand reicht sonst nicht. So. Thunderblade! Du und dann... Zacke die Zack. Zack mit dir. Nice. Du alte Saftnase. Kochen. Okay. Was, ey, der, okay, was kleidet er denn rum? Was ist denn jetzt los hier? Was ist da denn los? Wow. Der hat so diese Schuhe mit den Rollen unten. Kennst du die? Ja, genau. Die man unten so ausklappen kann. Wo man die Leute schlagen will, die sowas. Die Leute schlagen will, die sowas haben. Ich habe früher die beneidet, die Leute, die sowas haben. Ich wollte sowas auch haben früher. So von wegen, ich habe keinen Bock mehr zu laufen, ihr Trottel. Zack, zack. Und, ja, und dann komm mal irgendwo hin, wo du ja, auf der Schotterpiste bist. Das stimmt natürlich, aber so eine Schule. Ich glaube, da hätte ich schon Bock drauf gehabt. Ach komm, bleib doch da stehen, du alte China. So. Aber das geht auch immer noch nicht. Warte mal. Das ist dämlich. Müssen wir nicht. Aber wie willst du jetzt da rankommen? Warte mal. So blöd, ey. So. Ach so, jetzt da. ich mach das alles falsch, oder? Ich glaube, jetzt musst du rum. Jetzt müsste ich... Aber wir haben ja noch eine halbe Stunde. Das kriegen wir schon noch hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Zu öffnen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hoffe es. Oh, dieser Moonleiter da. Das lohnt sich auch. Ey, mit dem ist irgendwas. Mit dem ist irgendwas komisch. Meinst du, die Leute wissen überhaupt, welche Schuhe wir meinen? Wisst ihr das nicht? Da sind ja auch zu jung. Weil, also, das gibt's doch gar nicht mehr in der Werbung. Na, es war ja so. Es war so das Zwischending zwischen Rollerblades und. Schuhblades. Also da waren eben Rollen unten in die Sohle mit eingebaut. Sind die noch in der... Ich habe die, glaube ich, letztes Mal am Flughafen gesehen, tatsächlich, dass hier irgendwer mal hatte. Ah. Guck mal, das geht doch. Das geht nicht, hat er gesagt. Hammer geil. Ich fand das richtig cool. So. Und krass ist auch, dass diese Hoverboards, diese... Weißt du,
das geht mir auf den Sack, das sind keine Hoverboards, aber jetzt sind es jeder Hoverboards. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wie heißen die? Die heißen Hoverboards, das ist beschissen. Die Leute nennen es Hoverboards. Ach, die heißen tatsächlich Hoverboards? Die haben sich jetzt den Namen sich geklaut dafür, für die Segways ohne die Stange. Die offizielle Bezeichnung dafür ist Hoverboard anscheinend, doch. Ich dachte, das wurde geschützt. Nee, anscheinend nicht. Ich habe gesagt, es ist keine Geschütze. Die wirklich hovern. Das, was für ein Bullshit, ey. Das ist echt laut. Ich habe gesagt, ich möchte im Jahr 2015 ein Hoverboard haben, habe ich nicht das gemeint. Nicht diese Dreckskacke. Auf jeden Fall ist das ziemlich in Mode. Es ist ich in Mode, ich sehe da echt sehr viele Leute damit, sehr viele die Assis einfach so casually da rumfahren. Ich dann so, what? Was gibt's wirklich, dass Leute damit echt so Hoverboard, krass rumfahren? Ja, aber ist krass, ne? Ich glaube nicht, dass Hoverboards jemals existieren werden. Es gibt ja in Anführungsstrichen Hoverboards, also welche, die so, nee, die so funktionieren auch wie die anderen, die so über Magnetfelder gemacht werden, aber die schweben aber dann auch die nur auf wenn, dem Magnetfeld. Wenn du auf dem Magnetfeld okay, da das drauf ist ja auch. Und ich glaube, du kannst sie auch nicht mal draufstellen, weil es eigentlich viel zu schwer ist. Da ein Schild, okay. Das ist gut. Da, ja. Ein Schild für dich, alles klar. So, jetzt machen wir noch die letzte Kiste da. Ja. Frage ist, kommst du hiermit auch zum Hangar oder nicht? Eve drin sagt, ist doch egal, scheißegal, wie die heißen. Ist nicht scheißegal, wie die heißen. Die können ist nicht alles scheißegal. Heißen. Können nur nicht Hoverboards heißen. Die. Jetzt hätte ich ein Schimpfwort gesagt, das ich in dieser Uhrzeit nicht sagen möchte. Wir sind noch ab 18 Sender, wir können sagen. Und ja, so Hurenkinder! Oh, Gregor! Oh, jetzt hab ich's gesagt. Schnitt, Rocket Beans, das gibt's nicht mehr. Gecancelt. Gecancelt. Scheiße. Das weiß ich nicht. Jetzt wieder. Ja, ich geh wieder raus, weil jetzt kann ich den mir. Mr. Löwenstein kann ich jetzt. Was war da drin in der Kiste da? Ich hab's vergessen. Doch, eine Erfahrungsgemme, glaube ich, war's. So. Gemme. Gimme. Nee, das war Karma Chameleon. Ja. Wer glaubst du von den ganzen alteingesessenen Musikern kratzt das nächstes ab? Weil die kratzen jetzt alle ab. Die kratzen jetzt alle 2016 alle ab, ne? Mein Tipp ist Bob Dylan. Der feiert doch irgendwie jetzt 75 Jahre. Oh. Der wird die 76 nicht überleben. Das ist. Meinst du? Ja. Es wird nichts mehr. Oder ist irgendwer von den jungen Erfolgreichen irgendwie gerade 27 geworden oder so? Oh, weiß ich nicht, Bob Dylan? Justin Bieber oder so? Nee. Justin Bieber, also ich glaube nicht mal, dass er die 17 überlebt. Wie alt ist Justin Bieber eigentlich? Nee, der ist bestimmt 22, 23, dann müssen doch unsere Bieber-Fans dann... Bieber-Fan? Belieber? Sag mal bitte, wie alt Justin ist. Sowas vielleicht, aber ansonsten... Kann er sich nicht mal auch den Trends zuwenden? Was ist denn mit Peter Maffay? Peter Maffay? Macht er überhaupt noch was? Der hat jetzt eine neue Tour, ne? Ja, der hat sich... Der ruht sich auf seinem Tabaluga aus wahrscheinlich. Ja, also ich denke, du wirst eh... Also dieses Jahr fühlt sich ja schon so an, dass so viele große und Bekannte da sind, aber du musst dir in Gedanken führen, jetzt werden die Leute alt, die quasi schon zu Beginn des medialen Zeitalters groß geworden sind. Ja. Ne? Die ganzen Princes und David Bowie und alles, die kriegen jetzt nur den Hype in Anführungsstrichen, nicht nur, weil sie gute Musiker gewesen sind oder erfolgreiche Schauspieler, sondern auch, weil man mit denen so überpräsent aufgewachsen ist. Ne? Und jetzt hast du eigentlich nur noch überpräsente Leute, die dann alle nach und nach abkratzen werden. Jetzt wird jedes Jahr 2016 sein, was so Celebrity-Tode angeht, weil alle nacheinander weggehen. Weil die halt auch warte mal, bis eure ganzen YouTube-Stars dann weggehen. Ja? Das dauert aber. Naja, so wie die ihr Geld ausgeben momentan, für Drogen und alles. Weiß ja, aber was ich da gehört habe, über YouTube-Star XY, wie der sich... Boah, das willst du aber niemals. Oh, da ist die Nasenscheidewand auch ganz weg. Vielleicht sagst du es nachher in den News, dann können wir ein bisschen Clickbait machen. Ein bisschen. Ja. Ratet mal. Ich würde nie erraten... Ja, das hätte ich von der nie gedacht. Ja. Nee, ich würde sagen, ratet mal. Warte mal, ich gehe mal wieder kurz runter, weil ich glaube, hier müsste der Hangar sein, dass ich einmal abgesaved habe zur Sicherheit. Hangar Games. Ich würde dann das so machen: ratet mal, welcher YouTube-Star sich vollgekokst hat. Ja. Ja? Und, dann, glaub, und dann, wenn die Leute das Video anklicken, dann sage ich: Nee, ratet mal, das ist so die Frage. Ihr sollt doch raten. Ihr sollt doch raten. Ich glaube, sowas gibt's aber auch zuhauf auf YouTube tatsächlich. Meinst du? Naja, ich sag dir, die Hälfte der Videos sind keine Jump Cuts, die bewegen sich einfach nur so schnell, weil die alle voller Höhenflieger sind. Das ist einfach nur, ja. Die gucken aber die ganze Zeit. Hey, ich finde diesen Jump Cut Stil echt toll, den du gemacht hast. Welcher Stil? Geht also nicht.
Ja, ey, warte doch erstmal, bis du die alle wirklich in der Gosse findest, ja? Haben wir eigentlich auch schon mal. Lass doch mal eine Matz machen, eine Jump Cut Matz. Eine Jump Cut Matz, ja. Aber falsche Jump Cuts. Aber falsche. An der falschen Stelle. Das ist auch gut, aber falsch reden einfach. Oder wir machen einfach Jump Cuts und bewegen uns gar nicht dabei. Stimmt, die Macht, also bleiben wir so stehen. Ja, genau. Die Macht des Keims ist das Flüstern des göttlichen Baums. Super. Das Fundament der Welt. Übrigens hat Chat geschrieben Elton John. Das wäre sehr traurig. Elton John, ja. Elton John spielt jetzt doch mit in dem zweiten Teil von Kingsman, übrigens. Ja, boah, es wird bestimmt ganz lustig werden. Wie die Motten zu dem Licht, sagt der Yuan. Da ist er ja. Der alte Yuan. Die Wurstbacke. Und Botta. Der alte Vladimir Botta. Ich glaube, die haben, keinen Bock darauf, dass wir die Rayards mitnehmen, oder? Die haben keinen Bock darauf. Die haben keinen Bock darauf. Macht euch bereit zu sterben? Ach, ey, das ist aber tatsächlich. Oh Gott, also wer. Alter, was, wo hast du den denn her? So, warte mal. So. Wen machen wir zuerst? Yuan? Ich würde. Irgendwas sagt mir, dass Botta weniger verträgt als Yuan. Okay. Ja? Und guck mal, er macht, wirkt jetzt auch schon Magie. Lass uns erstmal auf Botta draufgehen, ja? Wenn nicht, dass er die ganze Zeit auf unsere Magie raufgeht. Wir gucken mal gleich. Wir gucken okay, mal. Lass uns erstmal auf Botta konzentrieren. Wir haben abgesaved zur Not. Ja, von hinten kriegen wir. Hör auf zu blocken! Ja, block doch nicht. Hör auf zu blocken. Zu blocken. Oh, dann kommt die Dinge noch nicht. Mann! Ja, Genius und Rain werden halt. Ja, was geht? Es geht, es geht, es geht, es geht. Rain ist halt. Ja, sauber. Boah, wieso lässt er sich nicht? Oh, sauber! Sehr schön! Komm schon! Diggi! Ich hau dich zu Klump! Wo bist du? Da! Oh, shit! Aber ein Glück, dass du das Nurse hast. Sie ist tot. So. Nee, sie ist tot tatsächlich. Oh, ja. Holy fuck! Okay. Okay, Wasser des Lebens. Ach, Unisono erstmal. Schön wegfisten da. So, Wasser des Lebens. Ah, der hat auch nicht mehr viel, oder? Ich hoffe nicht. Holy fuck. Okay. Der ist bestimmt jetzt. Hör auf, Rainer zu greifen, Mann! Ja, komm. Dadurch, dass es umgefallen kann ich wenigstens Nerds machen, ja? Zum Abfall da. Ich hab auch nicht mehr. Warte mal, lass uns da mal vernünftig arbeiten. Das sind Ananas, Gel, Macht, Citrus, Citrus. Du kriegst einen Citrus. Ich geb mal. Ja, brauch noch eine Sekunde. Achso, nee, ich würde ihr KP geben. Ja, gib ihr jetzt mal, aber du musst noch eine Sekunde warten, egal. Gib mir mal Citrus Gel. Gewämst. Dumme Sau. Locker aber. Dass er seinen Magie da machen, Leute. So. Mach hoffentlich mal das Beste. Block, block. Okay. Gut. Sehr schön. Ja. Okay. Jetzt oben. So. Ja, wir sind nicht betroffen. Okay. Ziehen ist ja das. Alter, wie viel hat er denn? Du alter Furry! Was machst du denn da? Oh, gut. Boah, bisschen. Items. Alter, und eine Level 4 Gamme, geil. Genius Max TP erhöht. 6, 16?
ist gut. Das ist funky. 16 ist schön. Das ist wirklich funky. Gut. Gut, ja. EP auch bekommen. Alter. Ja, jetzt knie dich mal nieder, du alter Affenmann. Impossible. How could I lose? Ja, weil du so komisch ausschaut mit deinem falschen Schnurrbart. Lloyd, mit dem blauen Haar. Das ist nur meine Ex-Sphäre, zu wissen, dass er sich wirklich entwickelt. My Ex-Sphäre? Aber das ist doch meine tote Mutter. What's this shaking? Lloyd, now's our chance. Let's take the Reards now. Okay. Ja, okay, machen wir das, Mr. Bauchmuskel. All right. Hast du was gesagt? Ich hab nichts gesagt. Zwinker, zwinker. Oh yeah, jetzt yeah. Wird geflogen. Mr. Bauchmuskel. Warum hast du den kommen lassen? This earthquake. Could a mana link have been broken? Oh, ja, haben der wir. Der Mana Connex. Den haben wir doch, den Connex, den haben wir doch kaputt Connex. Ja, durch die Possibly. Erweckung. Investigate ja. The cause of this earthquake immediately. Ja, untersuch mal das. Oh nein, jetzt laufen die wieder. The Reards. It doesn't matter. Let them go. My little friend can tell us where they are at any time. Unser kleiner Freund. Oh. GPS sind, ne? Das, ja. Popo implantiert. Yeah, well, ja, Gelände aufsteigen, zum Lenken. Vorwärts bewegen, Kamera drehen, absteigen. Jetzt. Oh! Yay! Reard! Endlich! Geil! Freiheit! Oh. Schön, jetzt kann denn fliegen, Freiheit Mann. Ist mir wichtig. Oh, das ich Freiheit flieg, ist uns wichtig. Ich flieg einfach mal jetzt hier nur geradeaus. Ich will einfach durch die mal Welt. Hier. Leute, genießt das mal, ja? Wie sehr ich mich damals gefreut habe, endlich fliegen zu können. Wie geil das ist. Hammer. Oh, das ist schön. Leute, wir können fliegen ich überall hin. Ich lande einmal hier und guck mir einmal den an. Sehr gut, da waren wir schon mal. So. Yay! Yay! Woohoo! Oh, und guck mal, wenn ich hier nochmal weiter fliege. Und wir kommen oben wieder raus. Oben wieder raus. Die Welt ist rund. Weil hier war noch ein Stein. Das weiß ich noch. Hier. Zu dem wir sonst hier. Guck mal. Gehen wir mal hier hin. Ja, auch verfügbar. So geht das. So macht man das. Ist das toll zu fliegen, ey. Oh. Hammer. Ist einfach Hammer. Ja, rückwärts schnell einparken oder so. Oh, ist das schön. Geil. Schön. Ein halbes Jahr schönes gebraucht. Schönes Mana verbrauchen. Ja, genau. Für die Spritztour. Die Spritztour. Also, das ist noch nicht mein Mana. Ey, da war doch so eine Insel. Ja, das war. Boah, wir müssen mal so eine Sidequest machen. Ich weiß, da wo Jean ist, da eine richtig krasse Attacke lernt. Swarm oder so. Aber also nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. Aber da ist so eine fliegende, nicht, ja? So ein Skypier-mäßig. Da ist so eine Insel im Himmel und da kann man okay. So eine Sidequest machen. Also einfach den Typen besiegen und da lernt Jean eine seiner krassesten Attacken. Oder vielleicht sogar die krass. Da! Ich glaube, da hinten. Aber die müssen wir nächstes Mal dann mal machen. Das ist nämlich Hammer. Können wir schon mal hin, also. Exire, stimmt. Exire, okay. Cool, Wolkenstadt, da oben, ne? Exire. Oh, wie geil. Ist das schon ein Kampfgebiet hier? Nee, die wohnen da. Nee, nee. Hallo. Was? Besuch, das ist ja echt selten. Aber, ey, bei so einem Wolkenstädten, so cool die aussehen. Ja. Also, dass da niemand ein Geländer hingebaut hat ja, oder so, ist ja? Dumm, ne? Ich find mal, also, ich kriege jetzt schon Höhenangst, wenn ich dazu gucke. Wo ist denn ich hier? Die Stadt ist die letzte Zukunft, die uns Halbelfen noch geblieben sind. Also in die Halbelfen haben sie gesagt, Gelände ist uns egal, wir fliegen in die Luft. We don't care. Oh, Hundi. Ah, Hundi. Der heißt Wolki. Ich sag Wolki. Aber sie ist gar nicht bei uns. Scheiße, sie war storymäßig gar nicht bei uns. Sie ist nicht da. Wo ist Colette? Wurde sie entführt wieder? Ich weiß. Ach ja, die wurde entführt. Sie wurde entführt, das war's. Scheiße, stimmt. Oh, fuck. Mann, ich wollte... Oh. Wir leben hier in Frieden ohne Angst und Verfolgung. Aber es ist auch alles, was wir haben. Da gibt es nicht was. Die haben hier wirklich nichts. Wirklich echt nichts hier. Die Legende besagt, dass der erste Regent von Exa einen Pakt mit Maxwell geschlossen hat. Maxwell Bashen easy. Ich glaube, das ist sogar Maxwell. Ich weiß nicht, Cambridge. Guck mal, was die für Frisuren haben hier oben. Was, wer bist du denn? Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich weiß also nicht genau, wovon Mutter spricht. Mutter. Bevor ich nach Exile zog, hatte ich ein wirklich schweres Leben. Halbelfen, die keine Heimat haben. Bleibt nur Exile als Zufluchtsort. Deswegen Exile. Boah, da die Tuss war gar nicht. Und das ist das einzige Haus, was steht hier oben. Das einzige, was es gibt. Halbelfen und Menschen zusammen auf Reisen. Eine seltene Kombination. Oh, so ist das nun mal. Ja. Ist ein Wonderchef hier? Bist du ein Bett? Bist du ein Stuhl? Bist du ein Regal? Nein, bist du nicht. Aber wie wäre der Wonderchef denn auch hier hingekommen? Halb fertig gebaute Häuser. Menschen? Chef, du würdest da aufwachsen. Was ist da? Das ist ja auch. Und dann spielst du Fußball, fällt dein Ball immer rum. Fällt. Ach, damit kommen wir wieder raus.
Ach so, aber da kämpft man auch gegen Max. Da müssen wir mal nächstes Mal mal gucken, was man da machen muss. Was die, aber wo hat er mich denn rausgeworfen? Wo ist denn. Hallo? Hallo? Wieso speist du mich denn 80 Kilometer wieder weiter? War es nicht irgendwo? Kein Bock, wo es ist. Die gibt's ja auch nicht mehr, die Stelle kommen wahrscheinlich nie wieder. Nee, irgendwo hier war das doch. Hallo? Da brat mir einer eine Wurst. Wo ist denn das? Das kann ja so nicht angehen. Das ist irgendwo. Weiß nicht. Oh, die muss doch jetzt einen Punkt da. Ja, eigentlich. Naja. Ja, egal, wir müssen eine bestimmte Person suchen, die finden und dann kommt da Maxwell irgendwie so. Aber das machen wir, wie gesagt, nächstes Mal, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, so nur noch irgendwie eine Minute oder sowas. Ja. Haben wir hier schon mal oder ist es. Ah ne, das ist die China-Stadt. Also okay Leute, dann wir suchen uns einen Landeplatz. Wir save einmal hier ab. Genau. Und bedanken uns auf jeden Fall bei euch. Wenn denn nichts dazwischen kommen sollte, wir hoffen es mal nicht, aber sind wir dann nächste Woche wieder da am Start. Mit 15 Uhr wieder. 15 Uhr, Hashtag Tales of Symphonia Zeit. Und nicht vergessen die anderen coolen Sachen, die natürlich dann auch weiterhin heute laufen uns. Heute ganz speziell Game of Thrones natürlich. Game of Thrones 15. mit Tom Lashier. Ja, genau. So spricht man es aus? Ich glaube schon. Ja, da könnt ihr euch besonders drauf freuen und ich wünsche mir, ich hätte mal geguckt hier in den letzten Wochen. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, vielleicht ganz gut, ne? Was da los ist. Das und noch viel mehr heute auf dem Sender. Bis dahin sagen wir Tschüss. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.